Ich bin's wieder, euer Dave. Wir machen heute mal wieder ein wunderschönes Tutorial. Nur für euch habe ich das extra gemacht. Da hau ich schon das Mic durch die Gegend. Nur für euch gemacht. Ich zeige es euch mal. Wow, hier kommen die Animationen rein, die Bilder. Wahnsinn. Genau, wir machen heute die wunderschöne Deutschlandflagge hier. Und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal. Doch, dann kann ich euch mal zeigen, wie ich den so brush. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir doch einfach gleich die Deutschlandflagge. Ihr könnt natürlich die Technik auch für alle anderen Flaggen benutzen, wie ihr das möchtet. Hier kriegt ihr mal so einen Eindruck, wie ich das so mache. Und könnt es einfach mal, könnt das benutzen für eure Techniken, euer Repertoire erweitern. Das ist ja ganz cool. Und es ist sehr einfach zu handeln, auch für einen Anfänger. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das mal. Ich finde eigentlich, was bei dem Bild eigentlich so mir gefallen hat, ist einfach mal wieder ein bisschen mit der Abmaskierfolie zu arbeiten, weil ich merke doch, dass da tun sich die Anfänger natürlich deutlich leichter und klar, hier ist es sowieso sinnvoll, aber generell schaue ich, dass ich es vielleicht ein bisschen vermehrt einbaue, damit ihr das besser nachmachen könnt. Und genau, und da machen wir natürlich Schwarz, Rot und Gold. Ich habe noch eine Goldeffektfarbe da von Schminke. Die habe ich auch schon relativ lang. Die benutze ich eigentlich selten, aber hier habe ich mir gedacht, wenn ich schon die Deutschlandflagge mache, dann wenigstens richtig und nicht gelb, sondern ein schönes Gold. Hat Spaß gemacht, das mal wieder mit einzubauen. Aber da komme ich dann auch noch ein Video drauf zu sprechen. Die ist nicht so geil zum Verarbeiten. Also es wird noch interessant, sage ich es mal so. Genau, und dann machen wir halt eben die Vorzeichnungen. Das vormaskieren und dann werden wir das eben Step by Step schön aufbauen und genau das werden wir eigentlich machen. Ich glaube, das Video ist eine Stunde lang oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das lassen wir eben auch wieder normal laufen, weil hier hat sich es einfach wieder angeboten. Und genau, dann werden wir das heute einfach Step by Step machen. Ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, das nachzumachen. Und das kann eigentlich, apropos Flagge, nur eins bedeuten. Folge von Sheldon Cooper präsentiert Spaß mit Flaggen. In den nächsten 52 Wochen werden Sie und ich zu Erforschern der dynamischen Welt. Genau, Spaß mit Flaggen. Das kam mir direkt in den Sinn, wo ich die Flagge gemacht habe. Ich habe gesagt, den Scheiß muss ich unbedingt einbauen. Und genau, da habt ihr es. Ja, wir werden hier ein paar verschiedene Techniken mit einbinden und lasst euch überraschen. Ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß dran gehabt und hier ist die Leinwand jetzt natürlich ein bisschen kleiner, deswegen habe ich nicht eine ganze Flagge gemacht, da hätte man noch ein bisschen mehr mit dem 3D-Effekt arbeiten können, am Rand unten oben mit Licht und Schatten und so weiter, aber ich fände trotzdem, dass es eigentlich den Kernzweck schon erfüllt, weil hier eigentlich schon das gemacht wird, wie man so Rundungen und Schatten und so reinbaut und deswegen kann man das durchaus lassen. Wie gesagt, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das da draußen noch nicht getan habt, ihr kleinen Schweinchen. Gell? Abonnieren, liken und den ganzen Kladderadatsch. Ich erkennt's ja. Und kommentieren fleißig. Dann habe ich auch was davon. Ja, Baby, ja! Und macht das ruhig. Ich sehe nämlich in den Analytics, dass ganz viele von euch da draußen nur meine Videos gucken, aber nicht meinen Kanal abonnieren. Shame on you. Also, tut euch einen Gefallen, abonniert den Kanal. Es lohnt sich, glaube ich, wenn man sich fürs Thema Airbrushen interessiert. Ich gebe mir die größte Mühe, die ich mir geben kann, um euch was beizubringen, um euch mein Zeug so zu zeigen, wie ich das so mache. Und genau, checkt das einfach mal aus. Also, um noch wer von euch da draußen natürlich noch das dringende Bedürfnis verspürt, so unter den Fingernägeln, ja, so ein Jucken am Arsch, so irgendwie. Irgendwie sowas, das dringende Bedürfnis verspürt, mich noch finanziell unterstützen zu wollen. Ihr könnt das gerne machen. Entweder direkt per PayPal oder eben über Patreon. Kein Muss, aber nice to have. Mich freut es natürlich, ist jetzt hier eigentlich auch mittlerweile dieses kleine Projekt und dieser kleine Kanal langsam artet schon ein bisschen mehr aus und kostet mich natürlich auch relativ viel Zeit und auch Geld. Es soll natürlich jetzt kein Vorwurf sein oder kein Dingens hier, ja. Aber es macht doch deutlich mehr Arbeit mittlerweile, das Ganze. Und wäre schon ganz geil, dafür ein bisschen was zurückzukriegen. Aber
es reicht mir auch schon vollkommen, wenn ihr mir eure Daumen nach oben gebt und abonniert und die Glocke drückt. Da bin ich auch schon richtig happy. Also, wie gesagt, ein nice to have. Aber ich habe schon wieder den Faden verloren. Ich mache das Intro bestimmt schon zum dritten Mal, weil ich mich jedes Mal wieder so maßlos verquassel. Ist das geil. Diesmal schnipsel ich das alles ein bisschen zusammen. Dann mache ich aus 3-1 und dann passt es. In diesem Sinne, ihr lieben Leute da draußen, noch nicht zu netten, wir gehen ab zum Maltisch. Das ist Sheldon Cooper präsentiert Gaudi mit Fana. So, ihr Lieben, da sind wir nach dem wunderbaren, schönen Opener endlich am Maltisch und wir haben hier wieder unseren Leinwandkarton. Den benutze ich ja zurzeit öfters, den finde ich ganz cool. Wieder mal vorgrundiert, diesmal mit weißer Acrylfarbe. Und wenn ich es schwarz habe, nehme ich immer schwarze Acrylfarbe. Einfach aus dem Grund, dass die nicht mehr so saugend ist. Lässt sich besser darauf arbeiten auf dem Ganzen. Und wir brauchen natürlich eine Abmaskierfolie, auf der wir dann nachher drauf zeichnen. Deswegen sollte es ein neues Stück sein und kein Reststück. Ja, und dazu brauchen wir eigentlich lediglich nur noch unser Riesenbleistift, unser Stimmelchen vom letzten Mal. Ich habe es tatsächlich nicht mehr geschafft, nochmal einen neuen zu kaufen. Das wird jetzt dann bald mal dringend nötig sein. Und natürlich das Skalpell mit einer schönen scharfen Klinge, wenn der Fokus dann mal will. Auf jeden Fall haben wir das Ganze jetzt schon mal alles parat. Dann brauchen wir im Endeffekt eigentlich auch nur noch die Farben und dann wären wir eigentlich bereit. Den roten Edding hier oder Permanentmarker habe ich jetzt nur mit dabei, um das nachher nochmal nachzufahren, damit ihr das besser seht, weil ich nicht wusste, ob man den Bleistift gut sieht. Und zu den Farben dann natürlich haben wir ein deckend Schwarz. Dann haben wir, die Kamera hat sich da, ich halte es noch öfters verkehrt rum rein. Dann brauchen wir ein deckend Rot. Hier ist es jetzt die Total Cover Farbe. Die werde ich aber nachher noch austauschen, weil das Rot mir nicht gefällt. Und natürlich das schöne Gold, wie eingangs schon erwähnt. Und da sieht man mal schön, wie die jetzt stand und wie sich da das Pigment nicht mit dem Bindemittel wieder vereint hat. Also immer schön mischen, dann sieht man das Ganze. Die sieht schon ziemlich geil aus. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass die sich nicht so geil hat verarbeiten lassen. Liegt einfach daran, und ich zeige es euch hier jetzt mal kurz, die Farbe ist sehr, sehr dickflüssig. Also wirklich dickflüssig. Und das war dann gar nicht so einfach. Wie gesagt, wir brauchen also deckend Schwarz, deckend Rot, deckend Gold oder eben Gelb und natürlich noch ein deckend Weiß. Und das Ganze haben wir jetzt parat und dann passt das. Ja, warum halte ich die Sachen teilweise ein bisschen verkehrt rum in die Kamera? Weil die sich normalerweise ab so einem gewissen Neigungswinkel selber dreht und dann halt muss ich die Sachen verkehrt rum reinhalten, damit die nachher passen. War jetzt hier gar nicht der Fall, weil ich gerade an der Kante war, dass sie sich nicht gedreht hat und somit halte ich die Sachen halt alles schön verkehrt rum ins Bild, aber ihr erkennt es ja trotzdem. So, und als erstes haben wir jetzt natürlich die Leinwand vorgrundiert, die ist trocken und sauber und jetzt nehmen wir uns schön die Abmaskierfolie zur Hand und kleben die auf, vielleicht ein bisschen eleganter als ich das jetzt hier gemacht habe, aber das passt bei so einer kleinen Fläche schon. Und dann werden wir die eben schön abkleben, damit das nämlich sauber sitzt und wir eben schön damit arbeiten können. Und ihr seht ja, links fehlt noch ein Stück, das werden wir jetzt noch anstückeln, das ist jetzt da nicht ganz so wild. Und dann schneiden wir eben noch den ganzen anderen Rest außenrum ab. Mache ich ganz gern, weil es mich einfach nervt. Ist auch nicht zwingend nötig, aber mich nervt es einfach, wenn ich das die Leinwand dann doch mal bewegen will oder kurz mal kippe oder so, dass die dann halt immer durch den Überschuss dann eben überall dran klebt. Deswegen schneide ich das auch immer mit ab. Ist jetzt, wie gesagt, nicht zwingend notwendig, aber mich stört es einfach. Und deswegen machen wir das so. Tja, das ärgert mich ja gerade, dass ich die Aufnahme hier jetzt nochmal machen muss, weil ich eben gestern schon 20 Minuten aufgenommen habe, um dann festzustellen, dass das Mikrofon noch gemutet war. Dann habe ich gedacht, oh nein, das gibt's nicht. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen für euch. Und ich hoffe, ich vergesse nichts. Das ist natürlich alles doppelt und dreifach sage, aber mei.
Das Wichtigste kommt bei rum und das zählt ja. Und deswegen denke ich, passt das ganz gut. Genau, jetzt haben wir das alles schön hier fertig gemacht. Jetzt zeichnen wir vor. Dafür nehme ich mein kleines Stimmchen. Ihr könnt euch natürlich auch den Stift eurer Wahl nehmen. Und dann zeichnen wir jetzt eben hier schön wellenförmig so ein bisschen das Ganze auf. Warum heißt wellenförmig? Ich finde einfach, dann hat das Bild noch mehr Dynamik, als wenn wir das nur quasi mit geraden Strichen machen. Muss dazu aber auch gesagt sein, wenn wir nur gerade Striche machen, also die Flagge mit nur einfach waagrechten Strichen und die dann aufteilen, wäre auch möglich. Der Effekt greift dann hier trotzdem, wenn man das mit Licht und Schatten gut macht, wird das für das Auge trotzdem so wahrgenommen als Stoff oder als erhabene Stellen. Man muss es nicht zwangsläufig so machen, wie ich das jetzt mache. Denn ich hatte hier tatsächlich auch noch einen kleinen Denkfehler mit drin, weil ich wollte dann noch schön unten Schatten und alles einarbeiten, bis mir natürlich wieder eingefallen ist, dass ich natürlich die Flagge jetzt hier also nur ein Teilstück davon natürlich rausgepickt habe und nicht die ganze wegen der Größe bedingt. Und dann können wir natürlich am Rand gar nicht mit den Schatten und 3D-Effekten arbeiten, wie ich das ja schon eingangs mal gesagt habe. Und dann wirkt das nicht gleich ganz so gut. Also das war wieder so ein kleiner Kritikpunkt für mich selber, wo ich mir gedacht habe, okay, dann hätte ich es ein bisschen ruhiger machen können, die Flagge nicht ganz so krass, wie ich es jetzt mache. Funktioniert zwar auch ganz gut und passt alles, aber es hätte einfach noch einen Ticken besser sein können. Habe ich mich tatsächlich wieder am Ende ein bisschen über mich geärgert. Aber so ist das halt. Ich bin auch nicht perfekt und mache auch Fehler. Und das ist mal so ein genannter Fehler. Und den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dann macht ihr den schon mal nicht. Und wie gesagt, jetzt zeichne ich das eben nochmal nach. Ich wusste nämlich nicht auf dem Referenzbild von der Kamera, war jetzt der Bleistift nicht so gut zu erkennen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeichne das lieber nochmal nach für euch. Dann habt ihr das passend und könnt es besser verstehen. Und genau, wir arbeiten jetzt hier eigentlich dann nachher nur immer die erhabenen Stellen aus, um so nachher einen dreidimensionalen Effekt zu erzielen, das quasi eine Rundung hat. Oben ist heller und natürlich in die Vertiefungen reingeht, ist es immer dunkler. Und ja, wäre das mittlere Teil, so wie es jetzt gerade ist, eigentlich nur das Fahnenstück, dann hätte man jetzt unten in den Kurven überall natürlich schön mit den Schatteneffekten arbeiten können und so weiter. Das wäre dann ja auch ganz cool, aber vielleicht mache ich das nochmal separat im Video. Auf jeden Fall zeichne ich jetzt euch für euch mal hier zum besseren Verständnis das nochmal mit dem Bleistift vor. Müsst ihr jetzt selber nicht machen, weil wir die Folie am Ende ja nicht mehr brauchen, so wie sie jetzt ist, sondern wir schneiden das ja raus und brushen das dann aus und dann hauen wir die nachher weg, weil wir sie nicht mehr brauchen. Aber so für euch zum besseren Verständnis, wie ich den Verlauf des Stoffes sehe, zeichne ich das jetzt nochmal ein bisschen vor. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Aber wenn wir halt an den Stellen, wo ich jetzt quasi vorzeichne, dann eben mit Weiß arbeiten, dann heben wir natürlich die Fläche auf, nach oben, nach ab und dann links und rechts nach unten versuchen wir dann eben mit Schwarz das Ganze wieder ein bisschen abzusenken, um dann eben so ein für das Auge eine Rundung zu kreieren. Und das ist dann eigentlich schon der ganze Zauber von dem Ganzen. Wie gesagt, gar nicht so schwer zu handeln und ich denke mal für Beginner eigentlich ein ganz cooles Ding zum Nachmachen. Da könnt ihr viele Techniken üben und auch das Abmaskieren und den Umgang mit dem Skalpell etc. Die ganzen Materialien, gerade die Maskierfolie und das Ganze, das werde ich euch jetzt mal in die Infobox packen. Dann schaut da gerne mal rein. Dann, wenn ihr noch irgendwelches Material benötigt, dann seht ihr, welches ich da so gerade benutze. Aber ihr seht jetzt, wie ich das vorzeichne, wie ich das ungefähr so im Sinn habe, damit ihr das jetzt einfach fürs bessere Verständnis hoffentlich dann auch verstanden habt, wie ich das jetzt hier so von der Dynamik her machen möchte. Und so werde ich es dann auch umsetzen. Kann man sich dann eigentlich ein bisschen merken, immer so die hohen Spitzen der Außenlinie. Es sind dann die erhabenen Sachen und dann macht man da als Anfänger schon mal keine großen Fehler. Und wie gesagt, wir schneiden jetzt eben genau an den roten Stellen aus und somit haben wir natürlich dann gleich unsere drei Parts 1, 2 und 3 und die werden wir dann nach und nach dem Entmaskieren und
airbrushen, dann wieder maskieren und wieder zurück auf die Transferfolie kleben. Also die immer aufbewahren, wenn ihr an so einem Projekt dran seid. Und dann kann man das nämlich gut wieder hin und her kleben, ohne dass man da jetzt Probleme hat, dass die irgendwo festklebt. Und hier jetzt einfach wieder drauf achten, wieder schön mit dem Skalpell arbeiten. Am besten nicht oft absetzen, so habt ihr nur eine Kante, also immer schön das Skalpell drehen in den Kurven und Ecken. Und dann sieht das nämlich nachher besser aus, wenn ihr jetzt schneidet, absetzt, wieder schneidet, absetzt und so. Lieber am Stück arbeiten und versuchen, so flüssig wie möglich hinzukriegen. Dann kriegt ihr den besten Effekt. Und dann einfach nur noch darauf achten, dass ihr nicht zu leicht und auch nicht zu stark drückt. Wenn ihr zu stark drückt, beschädigt ihr natürlich den Untergrund und es kann am Endresultat sichtbar sein. Wenn ihr natürlich zu wenig drückt, dann ist es natürlich nicht geschnitten. Ist aber eine ganz interessante Übung, weil gerade wenn man dann auf einem Tank arbeitet oder im Auto oder so und dann was abmaskiert, dann will man natürlich da auch nicht reinschneiden und finde sowas immer nicht schlecht, schon mal so ein Grundgefühl zu kriegen für das ganze Skalpell, indem man dem einfach etwas macht und da einfach schon mal üben kann, wie fest habe ich jetzt gedrückt und wie stark, und im Zweifel lieber etwas leichter drücken, ist ja klar, aber ich finde sowas dann eigentlich immer ganz sinnvoll zum Üben und Machen. Und ja, genau, da einfach mal immer schön an der Kante entlang schneiden. Jetzt muss ich auch mal schnell eine Kleinigkeit trinken. Ah, perfekt. Und da habe ich das Skalpell natürlich schon motivationstechnisch schon weggepackt, weil ich mir dachte, komm, das passt. Und genau in der Ecke hat es natürlich nicht gepasst. So ein kleines Mini-Fitzelchen war da jetzt nicht ganz geschnitten. Da einfach, wie gesagt, kurz nochmal nachschneiden und dann habt ihr das Problem nicht mehr. Und dann könnt ihr die Folie hier wunderschön einfach abziehen und dann kleben wir das natürlich auf. Ich fange natürlich nicht mit Schwarz oder beziehungsweise nicht von oben an mit Schwarz und dann Rot und dann Gold, sondern genau umgekehrt, aus dem einfachen Grund. Ich finde mal ich mache alles aus einer Gun. Zum Einfärben nehme ich jetzt nicht alle Airbrush-Pistolen und mache Saudi voll, sondern ich nehme da jetzt nur die eine. Und ich möchte natürlich nicht, wenn ich jetzt schwarze mache und danach die Farben, dann ist die Gefahr natürlich da, dass Restfarbe von der Schwarz noch nachläuft und es verfälscht oder abdunkelt etc. Und deswegen fange ich lieber mit den Farben an und nehme dann zum Schluss schwarz, dann bin ich da einfach safe, dann kann da nichts passieren. Und hier, wie gesagt, eben wieder die schöne Gold. Ich finde die Farbe an für sich sehr cool, man kann sehr coole Effektsachen damit machen. Aber dazu gleich mehr. Wir denken natürlich wieder an unsere Sicherheit. Wir ziehen wieder die Maske an. Bei dem Rumgefärbe arbeiten wir natürlich von einem höheren Abstand zur Leinwand. Da gibt es natürlich mehr Overspray. Und da habe ich schon schön meine modifizierte Absauganlage mit einem zweiten Ventilator und einstellbarer Drehzahl. Eigentlich ganz cool. Dann ballert die auch nicht immer so, wenn ich sie nur ein bisschen laufen lassen möchte. Und da haben wir dann jetzt einfach alles gemacht, was wir für die Gesundheit machen können. Maske und Absaugung. Und das würde ich euch auch empfehlen. Weil, sind wir ganz ehrlich, wir haben nur ein Leben und keiner hat da Bock, irgendwie deswegen krank zu werden oder so. Also einfach mal schön auf die Sicherheit achten. Und genau, ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass die sich nicht so geil hat verarbeiten lassen. Liegt einfach daran, dass die mega dickflüssig ist. Die ist wirklich dickflüssig wie Sau. Und ich habe sie verdünnt, aber dann lässt sie sich auch nicht gut spritzen. Ich weiß nicht, da hätte ich wahrscheinlich auf eine 0,4er Düse zurückgreifen müssen. Und auch Nadel. Ich habe ja immer nur die 0,2er gerade drin, aktuell in allen Guns. Und da war ich ehrlich gesagt auch ein Stück weit zu faul, mir jetzt die richtige 0,4er rauszusuchen und die jetzt zu zerlegen, dann hätte ich es wieder reinigen müssen, dann wieder umbauen und hin und her. Und da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil ich eben auch nicht weiß. Ich habe noch zwei 0,4er Sätze da, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und dann habe ich gedacht, komm, scheiß der Hund drauf, ich mache das jetzt einfach trotzdem. Und ja, das war ein sehr großes Ärgernis. Ich habe oft zwischengereinigt. Also hier gibt es nachher mal einen härteren Cut und dann ist das fast golden. Weil ich euch diese Hass-Tirade von mir ersparen wollte, wie ich da richtig am Durchdrehen war.
Scheiße, das war wieder geil. Ich habe mir gedacht, das gibt's gar nicht. Ja, habe ich echt selber bleiben müssen für das Ganze. Und ja, es hat halt einfach nicht so funktioniert, aber ich denke mal, es liegt einfach da an der Düsengröße dran. Ich habe es dann halt irgendwann immer mehr und mehr verstärkt mit Wasser verdünnt. Dann hat es auch ein bisschen besser funktioniert. Aber ich habe die teilweise zwischengereinigt, habe die Gold verdünnt rein und die war nach 10, 20 Sekunden hatte ich schon wieder voll. Also die war verstopft und dann habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Aber wie gesagt, da war wahrscheinlich mein Fehler mit der zu kleinen Düse und Nadel. Da empfehle ich euch auf jeden Fall eine 0,4er Minimum zu nehmen und trotzdem das Ganze zu verdünnen. Ist natürlich jetzt nachher dann das Problem gewesen, dass die dann natürlich mega nass war, die Leinwand. Und da habe ich tatsächlich dann auch zu einem normalen Haarföhn gegriffen und habe das Ganze einmal trocken geföhnt, damit mir nachher wieder beim Abmaskieren nachher die Folie nicht wieder die Hälfte runterreißt, wenn ich sie dann wieder am Ende abziehe. Also bei sowas dann nicht nur mit der Luft arbeiten, weil das bei der Fläche und der Masse viel zu viel ist, da habe ich dann, wie gesagt, nehmt ruhig den Haarföhn und föhnt mal ein bisschen eure Kunstwerke. Dann seid ihr da safe. Weil ganz ehrlich, wenn es aufgetrocknet ist, dann hebt es auch Bombe. Aber wenn nicht, dann habt ihr halt nachher Pech gehabt, wenn ihr die Abmaskierfolie abzieht und es reißt das halbe Gold runter. Sieht dann halt nicht mehr so geil aus. Und hier habe ich auch den Kompressor mal ganz kurz auf 3 Bar hochgeballert, weil das gute Stück kann das ja wunderbar. Und wie gesagt, den liebe ich auch. Der ist immer noch, nach den 7 Jahren läuft er wie eine 1, keine Probleme gehabt. Hat mega viel Leistung und einfach ein flüsterleiser, mega geiler Kompressor. Kann ich immer nur wieder sagen und empfehlen. Wenn ihr das wissen wollt, welcher das ist, schaut gerne das Kompressor-Video an. Da habe ich es erklärt. Da zerlege ich den auch mal ein bisschen und mache dann Reinigungscheck und mache da ein bisschen Service dran. Und das verlinke ich vielleicht mal hier oben kurz in der Infokarte. Und ja, hier seht ihr jetzt, ist natürlich ein größerer Sprung gewesen. Da habe ich natürlich jetzt mehrfach mit dem Gold rumgefummelt eben, bis das dann endlich mal gepasst hat. Aber ich finde den Effekt halt so geil von der Farbe. Ich finde die Farbe an sich geil. Ich habe das Ganze auch nochmal in Silber, was natürlich cool ist, weil ich habe zum Beispiel das bei dem Bruce Lee Bild gemacht. Da habe ich die chinesischen Zeichen im Hintergrund in Silber gesprayt. Und habe dann das Ganze noch mit transparenten Tönen dann eingefärbt. Und das Silber ist dann geil. Also ich habe auch noch ein anderes Projekt gehabt. Da habe ich dann zum Beispiel die Marilyn Monroe gemacht. Habe dann die Augen und die Lippen nachher in Silber, in das Silber eingefärbt. Und die nachher dann noch, weil er mega auf Türkis gestanden hat, habe ich die halt noch in Türkis eingefärbt. Und das ist dann mal ein mega geiler Effekt, wenn es nachher klar lackiert ist, dann sich dann das Bild dann da noch so kleine Eyecatcher drin spiegeln mit diesen Metallic-Blättchen, die da eben drin sind. Das sieht schon richtig cool aus und da kann man mit der silbernen Effektfarbe schon mega viel machen. Also die sind schon richtig cool, wenn man sie halt richtig einsetzt und auch das richtige Werkzeug dafür nimmt. Also da gehe ich mal stark davon aus, das wird wahrscheinlich mein Fehler gewesen sein. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr so eine Farbe oder speziell die schon mal auch benutzt habt und wie es euch damit so ergangen ist. Würde mich natürlich auch interessieren. Ich meine, viele von euch haben ja auch die Schminkefarben. Ihr könnt auch generell mal schreiben, wie ihr die so findet und etc. Würde mich auch mal ganz gerne interessieren. So, und da ziehen wir jetzt natürlich schon wieder die Folie ab. Was gibt es denn Schöneres? Ihr seht, kaum was unterlaufen, das ist doch spitze. Und da kommen wir jetzt natürlich wieder zu unserem Reststück von vorher oder beziehungsweise das untere, was wir natürlich draufgeklebt haben. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich wieder schützen und das schützen wir natürlich wieder mit der Abmaskierfolie, die da natürlich 100% passt. Auch hier wieder gesagt, lieber 1-2 mm in das Gold rein abmaskieren, wenn ihr euch nicht traut, das direkt auf der Kante zu machen. Weil wenn ihr jetzt natürlich über dem Gold abmaskiert, 2-3 mm oder 1-2, je nachdem, dann kann es natürlich sein, wenn ihr dann so rot macht und ihr zieht am Ende beides ab, habt ihr dazwischen einen schönen weißen Strich und das sieht halt richtig scheiße aus. Dann müsst ihr da wieder umständlich nacharbeiten, würde ich also. Macht euch da lieber einen Gefallen und klebt lieber 1-2 mm tiefer rein und seid ihr auf jeden Fall safe. Ich kann das mittlerweile ganz gut abschätzen und
und klebst in der Regel auch fast direkt drauf, aber wenn ich mir auch unsicher bin, dann so wie gerade eben, dann justiere ich die nochmal kurz nach und klebe einen Millimeter tiefer und dann bin ich sicher und safe und dann habe ich da null Probleme mehr und das würde ich euch wirklich empfehlen. Und jetzt kommt natürlich das schöne Rot an den Start von der Total Cover Farbe. Aber wie gesagt, die habe ich dann nachher ausgetauscht gegen eine Standardrot. Ich muss mal gerade kurz schauen, welche das ist. So, die Kaminrot, die 28302. Weil das Rot, was da jetzt ist, das war mir zu, ja, das war mir zu hellrot. Das hat mich so an Feuerwehrrot erinnert. So schön an 3032 Ralton irgendwie. Also das war irgendwie auch relativ matt. Das hat mir nicht so getaugt und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich nehme einfach die Standardrot und arbeite drüber, weil die ist ein bisschen dünkler und ein bisschen mehr, geht ein bisschen mehr so ins Orangefarben, hier übertrieben gesagt. Und dann habe ich da nochmal über die drüber gearbeitet und das hat mir da nämlich deutlich besser gefallen. Und auch generell, wenn ihr solche Sachen aussprüht hier, achtet dann bei der Folie einfach drauf. Einmal die Ränder schön nochmal mit bearbeiten. Man weiß ja nicht, wie ihr es aufhängt oder nicht. Oder ob ihr es irgendwie in den Rahmen packt oder nicht. Dann habt ihr die Kanten immer mit. Aber was viel wichtiger ist, ist bei der Abmaskierfolie nie voll senkrecht auf die Kante drauf sprühen. Von vorne, also jetzt nach oben hin nicht voll drauf sprühen, weil dann unterläuft die Farbe mit ziemlicher Sicherheit. Sondern wenn, dann sprüht von der Maskierfolie weg. Oder direkt von vorne drauf. So minimieren wir das Unterlaufen der Farbe um einiges. Aber wenn ihr natürlich jetzt von vorne da voll drauf ömmelt, dann kann es natürlich sein, durch die Luft hebt die sich ein bisschen an und zack ist die Farbe drunter. Und das sieht dann natürlich nachher nicht mehr so schön aus, wenn die richtig unterläuft. Oder wenn ihr viel zu viel Druck habt und zu viel Farbe auf einmal drauf sprüht, kann das auch sein. Ich meine, der Untergrund ist saugend. Dass dann eben die Gefahr besteht, dass wenn zu viel Material auf einmal kommt, dann zieht sich die Leinwand voll und dann zieht es auch unter die Folie, also dann unterläuft es auch. Das ist nicht nur das Draufsprühen, sondern auch die Menge ganz wichtig. Also da lieber ein, zweimal mehr und mit einem höheren Abstand, dann habt ihr da nicht das Problem, dass das unterläuft. Und wie gesagt, am besten direkt vorne drauf und von der Folie weg sprühen, von der Kante, dann seid ihr sicher, dann habt ihr da eben keine Probleme. Und ihr seht jetzt, das Rot ist, was jetzt nachher, glaube ich, kommt, ist dann das neue Rot jetzt schon. Und das sieht schon viel besser aus. Also ich finde einfach, es hat einen dunkleren Touch und es hat mir für die Deutschlandflagge einfach besser gefallen. Und da, wie gesagt, immer so lang rummachen, bis es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann einfach weiter experimentieren und so weiter. Die Gun hat übrigens nach dem Gold wieder richtig schön funktioniert. Da war ich wirklich froh. Ich habe sie kurz einmal zwischengereinigt und sauber gemacht. Und dann war das jetzt mit dem Rot und Schwarz alles kein Thema mehr. Und genau. Einfach nur drauf schauen, dass ihr da nicht zu viel gebt. Und dann im Regelfall auch einfach mit dem Föhn oder wieder mit der Gun mit Luft einfach das Ganze wieder trockenblasen. Zweiten Durchgang machen, trockenblasen, zweiten Durchgang. Und halt auch, wenn der so große Fläche macht, auch schön, immer in einem schönen Durchgang. Immer schön Bahn für Bahn, damit das alles gleichmäßig aussieht. Nicht einfach kreuz und quer, sondern macht es wie beim Lackieren. Einfach von links nach rechts und dann schön durcharbeiten. Dann seid ihr da auch ziemlich sicher. Ich habe jetzt hier nur noch die paar Stellen nachgearbeitet, die noch ein bisschen Farbe bedurften. Und genau, einfach immer gleichmäßig arbeiten. Dann seid ihr da. Habe ich hier zum Beispiel, da gebe ich mal nur Luft und trockne das Ganze mal auf. Und das sieht man dann auch relativ schnell, wenn die Farbe ganz rechts, seht ihr, ist noch ein bisschen nasser. Aber der Rest ist schon relativ trocken und dann einfach nur mit der Luft schön drauf gehen, dann wird das Ganze relativ schnell trocken und dann habt ihr da kein Problem, dass das eben unterläuft oder so.
Und ja, also ich finde, das sieht schon cool aus. Und wenn wir das Ganze jetzt, oh, herrlich, ich mag sowas immer. Folie abziehen, wie bei einem neuen Elektrogerät oder bei einem neuen Auto, überall Folie abziehen, was gibt es denn Feineres? Hm? Ach, herrlich. So, da habe ich nur kurz geguckt, ob es unterlaufen ist, aber ist es nicht. Wollte ich mir einfach nur sicher sein. Und genau da eben, da habe ich sie doch noch reingehalten. Ich war mir jetzt vorhin gar nicht sicher, aber da eben Kaminrot. Und wie gesagt, einmal noch für euch verkehrt rum. Ja, aber gut zu wissen, das ist fürs nächste Mal für mich. Wenn ich die nicht so stark drehe, dass dann die sich nicht automatisch selber drehen, dann muss ich die Videos auch hier im Programm nicht mehr um 180 Grad drehen, das ist alles fein. Ist mir bloß da einfach nicht aufgefallen. Und jetzt werden wir eben nochmal einmal schön alles mit dem Kaminrot einfärben. Und ihr seht schon gleich, wie das gleich viel dunkler aussieht und besser, also eher so in Richtung Weinrot, hat mir dann doch besser gefallen. Und das hat dann auch gleich wieder einen ganz anderen Look. Komm mal wieder dazu, Trommelwirbel abziehen. Yeah. Hier ist tatsächlich ein bisschen unterlaufen an den oberen Rändern. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt seht, aber ich habe das ja noch im Kopf gehabt. Da ist ein bisschen so reingelaufen, aber Gott sei Dank sind wir da noch nicht fertig und damit habe ich das mit dem Schwarz wieder kompensieren können. Aber hier bin ich bewusst dann einfach auch noch mal einen kleinen Tick tiefer gegangen, damit ich einfach mehr noch zum Korrigieren habe, einfach damit es jetzt nachher nicht zu blöd aussieht. Und wie ihr seht, dann mache ich das auch ein, zwei Mal, lege die an einer Seite an und fahre dann drüber. Ist natürlich bei einer Folie auch immer, also auch bei der Abmaskierfolie immer die Problematik, wenn ihr die einmal zu sehr zieht oder so, dann ist sie verzogen. Dann kann es natürlich Probleme geben mit der Passgenauigkeit, auch wenn ihr die drauf und abzieht, nicht zu ruppig mit der sein, weil sonst habt ihr sie nachher nicht mehr so passformgenau, wie sie eigentlich sein sollte. Das sollte noch erwähnt sein, damit ihr da euch nachher auch nicht wundert. Und damit wir jetzt natürlich auf dem Schwarz oben von der Flagge noch ein bisschen nachher mehr sehen als nur das Weiß, habe ich jetzt hier mit einem nicht ganz so dunkel im Schwarz gearbeitet, sondern habe da bei 10 Tropfen oder bei 12 Tropfen, 12 zu 1, nochmal ein bisschen weiß eingearbeitet, damit es ein bisschen, sag ich mal, heller wird, damit ich da auch noch ein paar Schatten einmalen kann. Hat aber so semi-gut funktioniert. Ja, im Endprodukt fällt es eigentlich ja nicht so stark auf. Das war dann, hätte ich mir eigentlich fast sparen können. Aber das passt. Ich habe jetzt hier halt, wie gesagt, dann einfach die Mischung genommen, das 12 zu 1, damit ich eben nachher mit dem Schwarzen noch ein bisschen die Schatten stärker rausziehen kann. Aber dann war es mir irgendwann auch fast zu grau. Dann bin ich nochmal am Ende ein Stück nochmal mit dem Schwarz drüber gegangen, damit das Ganze einfach nicht zu grau aussieht. Und dann habe ich lieber auf die Schatten verzichtet, habe aber dafür die schöne Farbe und passende dazu und dann reicht das auch schon und dann ist das doch schon spitze. Und wie gesagt, hier auch wieder schön gleichmäßig, ihr seht es ja immer, überlappend arbeiten,
Da ähnlich wie beim Lackieren immer Bahn für Bahn. Und dann kriegt ihr immer das gleichmäßigste Ergebnis hin, also nie irgendwie so zittrig oder Kreise oder sowas machen. Also da gibt es ja die wildesten Sachen. Habe ich gerade meine Nachbarin Tage mal gesehen, beziehungsweise mein Nachbar, der ist ja motorradverrückt. Und dem seine Freundin hat das Motorrad lackiert mit Spraydose. Und dabei die Spraydose immer so zittrig im Kreis bewegt und alles. Und da habe ich ja fast die Krätze gekriegt, als ich das gesehen habe von oben. Da berstet mein Lackiererherz, wenn ich dann sehe, wie man da mit Unwissenheit rangeht an solche Sachen. Ja, aber woher soll man es wissen? Jeder fängt ja klein an, ja. Hauptsache, man bildet sich weiter und schaut einfach. Oh, schaut zum Beispiel solche tolle Kanäle wie meine und da kann man sich eben weiterbilden. Dann kann man Sachen erfahren und man kann einfach besser werden. Und das wollen wir am Ende des Tages ja alle. Wir wollen ja alle irgendwo besser werden. Das ist ja genau das. Und eben mit solchen Videos werdet ihr besser. Zwangsläufig. Und bleibt motiviert, da auch dran zu bleiben. Und genau. Einfach immer weitermachen. Dann werdet ihr immer besser und besser. Und am Ende des Tages freut ihr euch. Ich kriege ja auch immer mehr und mehr Bilder geschickt und finde es auch toll. Und sehe dann auch bei manchen, wie die einfach besser und besser werden. Also ist mega cool. Habe ich richtig Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Zeigt es mir mit eurem Däumchen nach oben. Macht euch die Mühe. Dann freue ich mich darüber. So, und jetzt haben wir das Ganze schön schwarz eingefärbt. Und jetzt werden wir nachher mal anfangen, den Effekt einzuarbeiten. So, da habe ich sie wieder für euch auf dem Stativ drauf. Oder wie auch man das Ding auch immer nennen mag. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und jetzt arbeiten wir eben so, wie ich das mal eingangs euch gezeigt habe mit dem auf dem Maskierfilm. Ziehe ich mir jetzt ungefähr die Linien, wo das mit der Flagge ungefähr hingehen soll. Hier muss man bloß mit einem, also das Weiß ist verdünnt, auch ein bisschen mehr verdünnt. Ich will es ein bisschen transparenter haben, aber auch nicht zu transparent. Also ich glaube, 6 Tropfen Farbe auf 2 bis 3 Tropfen Wasser war das Mischungsverhältnis ungefähr. Und weil hier wollen wir sehr sanft arbeiten, ich habe es ein bisschen immer noch zu krass gemacht. Also das Weiß auch, also das Schwarz ist mir deutlich besser gelungen, aber das Highlight Weiß habe ich ein bisschen zu dick aufgesetzt. Da hätte ich noch ein bisschen mehr sanfter arbeiten können, dann wäre es noch schöner geworden. Dann wäre es noch ein bisschen smoother geworden. Also das kann ich euch nur noch empfehlen, da noch ein bisschen behutsamer zu sein. Dann wird der Effekt einfach noch ein bisschen schöner. Aber wir legen jetzt natürlich die erhabenen Stellen mit Weiß vor und dann eben die tiefen Stellen nachher auch mit einem stark verdünnten Schwarz. Wieder setzen wir die Schatten und so
wird das Auge getäuscht und hat das Gefühl, hier ist etwas gekrümmt. Und das ist eigentlich schon der ganze Effekt. Und ich finde das irgendwie cool. So Stoff und sowas finde ich immer cool zum Brushen. Macht Spaß. Auch generell bei verschiedenen Bildern. Ich habe mal den Ip Man gemacht. Das ist aber noch ein relativ Bild, was ich sehr früh am Anfang des Airbrushens gemacht habe. Das ist auch schon mehrere Jahre alt. Aber auch da habe ich den Ärmel gemacht. Und das fand ich auch richtig cool. Es gibt gleich mal so einen realistischen Look. Vielleicht blende ich es mal kurz ein, wenn ich das Bild noch irgendwo rumfliegen habe. Und zeige euch mal den kleinen Ausschnitt. Und genau, dann seht ihr das einfach. Und ich finde es einfach cool. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Und hier halt auch wieder nah dran arbeiten, indem wir natürlich feine Linien ziehen und dann natürlich weit weg arbeiten, damit wir schöne weiche Übergänge kreieren. Und hier bei der Flagge wollen wir es eigentlich schön weich haben. Und deswegen arbeiten wir natürlich schön aus der Distanz und auch so ein bisschen nach links und rechts mehr mit Weiß arbeiten, damit wir natürlich eine noch stärkere Krümmung erzeugen. Und das ist mir jetzt hier ganz links relativ gut gelungen und nachher auch ganz rechts. In der Mitte ist natürlich das Problem, dass ich da relativ stark geschwungen habe, weil ich natürlich eben noch eben diesen Denkfehler mit drin hatte. Dann nachher noch die schönen Schatteneffekte einzuarbeiten, bis mir dann eingefallen ist, ach so, ja, die Flagge ist ja, die ist ja gar nicht mehr hier, die ist ja nur ein Teilstück. Und da arbeiten wir jetzt hier eben mit einer nachher sehr scharfen Kante, damit es eher aussieht, als wäre da die Flagge sehr stark geknickt und nicht so wie auf den anderen Seiten links und rechts eben eher gewölbt. Aber eigentlich auch gar nicht schlecht, weil so seht ihr auch beide Techniken bzw. beide Bilder, die man damit machen kann, mit welcher Herangehensweise man nutzen kann. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es ja eingangs auch eigentlich auch schon mal gesagt, dass man das eben auch mit der geraden Linie hätte machen können. Ihr könntet quasi so wie jetzt arbeiten, einfach nur mit der geraden Flagge, ohne die ganzen Wölbungen, also ohne dieses, ja, vorgezeichnete, sondern ihr könntet es auch gerade machen, würde trotzdem so einen ähnlichen Effekt oder genauso einen Effekt erzielen fürs Auge. Würde trotzdem das Auge denken, dass irgendwie Dynamik und Bewegung drin, das ist irgendwie flüssig oder ein Stoff oder, also es muss nicht zwangsläufig immer so gemacht werden. Das nochmal dazu gesagt. Ja, und dann machen wir den Rest auch so ein bisschen, das ist natürlich alles Freihand, hier gibt es kein Referenzbild oder so. Das habe ich alles einfach selber gemacht. Und dann nehme ich mir das auch so raus, wie ich das möchte. Und wenn ich dann Gefühl habe, ja, oben mache ich dann noch so eine Wölbung rein oder so, dann ziehe ich das noch rein, um dann, wie gesagt, hier und da noch mehr Dynamik reinzubauen oder eben welches wegzulassen. Und da kann man eben sehr viel selbst machen, was ich immer schön finde, wenn man einfach kreativ sein kann. Und das kann man in so einem Projekt sehr stark. Man kann das so sehr stark individualisieren, mit Form und Farbe und allem. Und dann ist das schon ziemlich cool. Und wie gesagt, auch mit dem Gold finde ich, das sieht nachher am Ende sehr geil aus. Natürlich, ihr seht das nicht so gut wie ich, weil ihr natürlich nicht das Lichteinfall habt und so. Aber allein die dann, wenn so das Tageslicht drauf kommt, dieses Gold, dieses Schimmern anfängt, das ist schon eine richtig coole Effektfarbe. Finde ich schon richtig mega und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und hier oben zum Beispiel einfach so ein bisschen nicht nur die Striche langziehen, sondern dann eben auch dem ganzen Futter geben, dem ganzen eine Wölbung geben, indem wir natürlich nach links und rechts dann eben das Ganze ausfaden lassen, damit natürlich nachher so ein schöner Effekt entsteht, dass es eben gerundet aussieht. Und das ist eigentlich auch alles kein Hexenwerk. Und wenn wir natürlich nachher mit Schwarz arbeiten, dann wird das Ganze nochmal deutlich dreidimensionaler.
Gesagt, getan, wir schnappen uns die Schwarze auch wieder etwas stärker verdünnt und jetzt nehmen wir uns natürlich die tiefen Stellen vor. Und da werden wir dann eben eigentlich die gleiche Herangehensweise, wie gesagt, da mal drauf achten, nicht zu viel, nicht zu wenig machen. Man fährt eben bei dem Weiß ein bisschen besser, wenn man das schon ein bisschen großflächiger, aber vielleicht noch ein bisschen stärker verdünnt macht, damit das Ganze nicht zu sehr aufsetzt. Aber das ist auch alles natürlich auch nur Geschmackssache. Aber ich bin mit der Technik eigentlich sehr zufrieden. Wie gesagt, ein bisschen hier und da noch ein bisschen mehr Feintuning und dann passt das auch. Aber es, der Hauptbestandteil ist ja schon ersichtbar und dann finde ich das eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, hier arbeiten wir einfach mit Höhen und Tiefen. Und das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Da denkt dann das Auge, jetzt wird es wieder dreidimensional. Ich kann so viele optische Täuschungen machen, was ich eigentlich voll cool finde. Und da bietet sich sowas bei der Airbrush natürlich wieder an, weil die natürlich so geile Farbverläufe kreieren kann. Kann man in vielen anderen Medien natürlich auch machen, aber finde ich nicht so gut. Ja, die Airbrush Speed ist da einfach unschlagbar und eigentlich auch richtig cool einsetzbar. Ich finde sie generell ganz cool einsetzbar. Gibt es eigentlich so viele Möglichkeiten. Und hier fahre ich jetzt eben sehr dicht dran an dem weißen Strich entlang, um da eine sehr harte Kante zu kreieren. Um da eben zu sagen, okay, hier ist es richtig gewölbt und dann nach links gekippt und nicht nur quasi gerundet. Und genau, wäre das jetzt der untere Kant von, also man könnte das Ganze natürlich noch viel mehr verstärken, wenn man natürlich die Flagge ganz machen würde. Könnte man da unten natürlich dann noch mit Licht und Schatten und im Hintergrund das Ganze noch viel plastischer aussehen lassen als jetzt noch. Also da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber ich finde, so für ein Teilstück sieht es auch schon verdammt gut aus. Macht auf jeden Fall was her. Und hat auf jeden Fall auch wieder mega Spaß gemacht. Also es freut mich immer, euch sowas zeigen zu können und dass ihr das auch so gut annehmt. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder Feedback bekommen von jemandem. Habe ich jetzt gerade nicht den Namen im Kopf, aber er hat gemeint, er freut sich als Anfänger über solche Tutorials mega, weil er da einfach mit der Geschwindigkeit auch am meisten sieht und ist mir natürlich auch völlig verständlich. Ich habe mir damals ganz am Anfang vor, keine Ahnung, wo ich angefangen habe, 6, 7 Jahren oder so, habe ich mir auch diverse Videos angeguckt, aber da gab es ja nicht mal einen Bruchteil, wie was da jetzt momentan bei YouTube mittlerweile alles schon gibt. Da gab es ja, wie gesagt, nur so einen Bruchteil von Leuten und auch die dann 3-Minuten-Video und ja, da lernst du als Anfänger halt einfach nichts. Da siehst du halt toll ein Bild gemacht, aber ja, wie und wo und was, das wird natürlich nicht gezeigt, vor allem nicht die Fehler. Das ist ja das, was die Leute sich da immer drum sträuben. Man macht ja keine Fehler, gell? Ich mache auf jeden Fall genug und ich lasse euch da natürlich auch gerne teilhaben. Ich mache da ja keinen Hehl draus. Und hier unten finde ich, gerade im Gold finde ich, da sieht der Effekt schon richtig schön aus. Der gefällt mir da richtig gut. Da arbeite ich schön mit dem Weiß und mit dem Schwarz recht sanft. Und da gibt es schon einen coolen dreidimensionalen Effekt. Da macht es mir schon richtig Spaß. Und da auch wieder so eine kleine Wölbung, da macht man da einen kleinen Schlagschatten. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch da nicht traut, das natürlich auch abmaskieren. An den nahen Stellen dran. Und es dann aussprühen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Gibt natürlich nicht ganz so den weichen Effekt, aber es ist natürlich auch noch mit der Abmaskierfolie, gerade an so einer Stelle wie jetzt, könntet ihr das abmaskieren und mit dem Skalpell ausschneiden, den ganzen Strich. Und ach, da bin ich mal wieder wichtig. Und dann hättet ihr da auch könnt ihr da dann auch den Schatten mitsetzen oder mit der Freihandschablone, wenn ihr euch da natürlich nicht so sicher seid mit dem ganzen Freihandgeschaffe. Das ist natürlich auch kein Problem und dann ist das nämlich auch alles machbar. Ja, und so entsteht Step by Step entsteht da dieses schöne Bild. Ich finde es immer wieder toll, wenn vom Anfang bis zum Ende hin dann einfach was Rundes raus wird und es einfach cool aussieht und ja, so soll es glaube ich auch sein. Das macht einfach Spaß.
Ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Ich hoffe, ihr macht es fleißig nach. Ihr könnt das gerne auch mit anderen Flaggen etc. machen. Würde mich mal interessieren. Sieht bestimmt auch cool aus. Und das finde ich immer richtig, richtig klasse. Und genau. Da werden wir jetzt noch ein bisschen Feintuning machen und dann sind wir auch schon fast am Ende, liebe Leute. So, da machen wir jetzt nur noch die letzten Handgriffe, das letzte Feintuning, die letzten Licht- und Schattensachen nochmal ein bisschen nachjustieren. Da gebe ich nochmal ein bisschen mehr beim Rot, da war es mir ein bisschen einzudimensional. Nochmal schön ein bisschen nachgelegt und dann sind wir aber auch hier schon fertig. Und ich finde, man kann ganz rechts und ganz links die Wölbung schon ganz gut erkennen und eben in der Mitte das eher straffere. Aber ich finde wieder mal ein sehr gelungener Effekt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, das nachzumachen und euch da und euch das sowas gefällt. Das freut mich natürlich auch. Über euer Feedback freue ich mich immer, wie gesagt, sehr. Da sehen wir das ganze Endergebnis mal. Und wie gesagt, unterstützt mich gerne, liken, abonnieren. Ihr kennt ja den ganzen Klatterradatsch, aber ich sage es immer wieder gerne. Und genau, dann haben wir das nämlich fertig und jetzt haue ich dann bald mal noch das eine Video raus mit euren Artworks. Das wird noch richtig fein, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann würde ich mal schauen, dann wird es glaube ich langsam mal ein bisschen ruhiger hier, weil ich werde jetzt bald wieder Papa und dann die ersten paar Wochen, Monate werden etwas strenger, denke ich mal. Deswegen da nicht wundern, ich sage es jetzt schon mal vorab ein bisschen
für die Leute, die sich das Ganze angucken, dass ich dann natürlich ein bisschen intervalltechnisch wahrscheinlich ein bisschen weniger Videos raushauen werde wahrscheinlich. Aber ja, ich mache mir da auch keinen Stress. Auf jeden Fall hat es mich wieder mega gefreut. Ich hoffe euch auch, und in diesem Sinne, liebe Leute da draußen und die auch nicht so netten, reingehauen und viel Spaß beim Airbrushen.